Du musst eine Begrüßung machen, das Mirko sieht auf deiner Seite. Okay. Und wann geht's los? Yes. Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Zelda Breath of the Wild. Nein. Doch. Und ich stehe noch hier. Und spiele. Kaputt. Ich bin auch noch da, aber ich habe gesagt, dass er einen Anfang machen soll, weil es mal eine Abwechslung ist. Und ich habe dieses Skeletthand hier als Waffe. Alter. Du kannst gerade am besten beschreiben, was du gerade probierst zu machen. Und zu besten rede ich kurz einfach mal kurz. Ich werde mir jetzt Wild gönnen, einfach Wild, Wild, gönnst Wild. Du gönnst die Wild. Ich weiß, was noch eine Zutat sein könnte. Fisch. Aber hält Fisch warm? Weiß ich nicht. Aber es ist ja Grillteller. Es könnte Fisch ist sein. Das Lebewesen. Und Fisch kann man auch grillen. Ja. Und Fisch ist kein Geflügel. Man könnte es grillen. Aber hier scheinen gerade keine zu sein. Guck ich morgen nochmal. Vielleicht schlafen die Fische noch. Vielleicht. Einfach jetzt hoch hier. Ding, 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 ding. Fuck you. Oh, scheiße, es überrennt mich einfach. Der Scheiß-Eber. Und jetzt kommt das Skelett einfach an. Verreck doch, ihr kleinen Schatzen. Die sind einfach, die haben einfach nichts. Mit einem Bogentasche, okay. Bogentasche ist voll. Ja, ich werde mal so einen Bock, den Bockbogen hier los, ne? Ja, du eine Bombe. Nein, tut mir leid, ich nehme die Bombe immer um den Bogen nicht, damit ich keinen Pfeil abschießen muss vom Bogen. Um es abzubrechen sozusagen. Deswegen werfe ich immer die Bombe dann. Und hast du unendlich viele, oder wie? Scheint so. Ach, jetzt komm, ich will diesen Bogen loswerden. Kann ich denn loswerden? Hallo. Nee. Ach ja, stimmt, jetzt fällt es mir wieder ein. Im Winter muss man ihn wegwerfen, den Bogen. Wegwerfen. Und jetzt haben wir einen schönen Reisebogen. Yay. Wir doch gerade vermuten können, dass da oben einfach schon ein Wildschwein ist. Aber egal, das Gelände ist egal. Ja. Wir suchen jetzt hier im Wald im Dunkeln nach Wildschwein. Das ist lustig. Oh, da ist halt Mama wieder. Random. Ich warte hier einfach mal bis morgens. Mach das. Wer hätte den da gar nicht erwartet? So, jetzt kann ich. Schön. Es ist morgen im Wald von Hyrule. Und die Stürmung ist auch schön. Nein. Es ist auch cool, wenn ich irgendwie so Fesselpfeile oder so habe. Sammeln Krog ein, du brauchst die Sachen von dem. Der ist wichtig. Krog habe ich doch schon mal gesehen.
War das denn den ich mir eingesammelt haben? Das war der, der unter dem Stein im Laubhaufen war. Na dann. Naja, in Real Life würde das Wild auch einfach wegrennen. Ja, aber das ist trotzdem mal sehen, wenn wir den Bogen aufspannen. Sobald wir ihn aufspannen, sehen die uns. Man muss also schon richtig. Ja, die haben halt auch Angst. Um deren Leben irgendwie, die vier Fieser. Das ist richtig, vor allem, weil ich so richtig am Leben so. Das ist aber wirklich so. Das ist dann sehr noch aufgefallen. So. Leise und lautlos. Sehr schön. Ja, irgendwo hier im Wald wird es de facto Wildschweine geben. Die Frage ist nur wo. Du wirst irgendwas finden. Es braucht nur deine Zeit. Und vermutlich sogar die nächsten 5 Parts oder so. Streng das an, Junge. Sehr schön. Ja, willst du einfach so wichtig, wenn wir was finden wurden? Aber hast du zwischen wieder eine Idee, was du brauchen könntest als drittes Zutat? Oder hast du immer noch keine? Fisch. Da mal eins. Das erste Wild, was du heute gefunden hast, Applaus. Und was du erlegt hast, sehr schön. Das haben wir gemacht. Sehr schön. Zwei Versuche wieder. Dann werde ich jetzt noch Fische fangen. Ja, es war deutlich besser als das letzte Mal. Ja. Das kann es laut sein. Und mit dem Kopftreffer hat es nicht war richtig. Wenn man mit dem Kopf schießt, ist es leicht tot. Also Eisfall. Ja. Dann werden wir es mal jetzt sagen. Also übrigens, danke schon mal für die ganze Unterstützung für meine Nintendo Switch Projekt. Also Videos. Sowohl für das Zelda-Projekt als auch für die ganzen Unboxing-Sachen am Release-Tag, die da waren, etc. Danke dafür schon mal auf jeden Fall. Danke, dass ihr euch auch jetzt nach solchen Parts nur wild jagen. Euch einfach noch für das Projekt interessiert und euch das anschaut. Ja, sehr schön. Nee, ich kurz den nächsten, sonst werden die Parts nur wieder zu kurz. Aber es gibt in jedem Spiel mal Teil-Content, der halt nicht ganz so spannend ist. Den können die Zuschauer einfach skip-adden oder einfach anschauen. Das ist die easy Wahl, die die haben. Anschauen oder skip-adden. Anschauen oder skip-adden. Was wählt man? Was glaube ich gerade für eine Scheiße? Eine große. Definitiv.
Was suchst du? Fiss. Da liegt wieder das Brett da drin. Vom Steak. Müll. Alter, Umweltverschmutzung. Ich kann mich rausnehmen. Da ist ein Fiss. Ja, das sind die Spawn. Jetzt sind die Fisse wieder da. Und du kannst fissen gehen. Wir gehen fissen, 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 Troller. Was denkst du da gerade für ein heißes Ereignis? Was für ein heißes? Weißt du, ich wirklich traurig. Nee? Jetzt hol mal, liegt kein Müll drin, bis auf das alte Brett. Aber ich probier's jetzt mal wirklich so wegzuschleudern. Und. Mach mal. Und du hast einmal eine Bombe angeschubst. Einmal Bombe. Applaus dafür. Ja. Dass du nur jetzt eine begrenzte Anzahl an Bomben irgendwie hast. Das ist gut. Und lachen, wenn ihr wirklich so wäre. Traurig. Das wäre lustig. Ein Zelda-Man. Gefühlt jeder YouTuber spielt Zelda. Fällt mir auf. Das stimmt. Das ist es auch. Ich find's trotzdem lustig. Was machst du jetzt gerade? Anheizen. Sehr schön. Einmal Fisch, einmal Wild, einmal, oh Gott, ich bin nur. Einmal, oh Gott. Mehr. Oh. Scheiße. Wir müssen ins Hilli suchen gehen. Finale. Und wetten, das wird nix. Doch, es ist es! Bam! Bam! Was hast du benutzt? Fisch, Fleisch, Fisch, Mehl und Chili. Yes! Das sind die Rezepte! Yes! Renn zum alten Mann! Der ist das, der steht das schon, der steht das schon! Aber der geht ja nur ums Jagen. Na gut, dann gehst du zu seiner Hütte. Sein muss, muss sein. Dann machen wir es da. Yes. Und wir spawnen uns mal wieder. Das war jetzt total glücklich. Weißt du, wenn man so auch nicht so. Ja, ja. Grillen, was kann da alles dazugehören? Ich darf keine Pflanze nehmen, also Fisch und Fleisch. Macht Sinn eigentlich. Ja, macht Sinn. Ja, muss man es merken, das Rezept. Und schon mal merken. Das befüllt ja auch ganz schön viel auf, also das ist mega. Das ist das ultimative Rezept. So, nun sind wir hier. Und der alte Mann am besten auch. Wir dürfen jetzt runterklettern. Also erst müssen wir runterklettern. Ohne zu verrecken. Ja, ja. Was sonst ist das Gekochte weg. Unter Umständen. Das wäre scheiße. Aber jetzt habe ich Speis ans Wissen. Dann wären wir auf der sicheren Seite. Aber du machst es auch so. Denn wir wollen dich ja nicht unter Druck setzen. Oder wollen wir das? Ich lache, wenn du jetzt verreckst. Und zwar richtig übel krass. Ha. 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 Applaus. Hä? Mann! Das regt mich gerade so auf. Ich war an der Wand, dass er klettern soll. Da klettert er immer. Würdest du lachen, wenn du jetzt deinen Fleischteller da nicht mehr hast? Nein, ich möchte aber keinen Teller. Ich würde lachen. Jetzt komm, du bist voll fies. Nein.
Nein, ich mach's nicht. Gut, wir müssen mal kochen. Also die Zutaten hast du noch, oder? Ja, hab ich. So, so ein. Wir hatten. Da ist er doch, oder? Nee. Nein. Aber wir hätten es Fischen zu beißen sollen. Einmal Wild, einmal Chip. Ja. Wir hätten es Fischen beißen sollen. Ja, und diesmal werde ich nicht den Berg nehmen. Ich hasse diesen Berg. Ich kann ihn so abkommen. Ja, diesmal sagt mir vorhin Abgrund Fischen zu beißen. Das macht definitiv mehr Sinn. So, zuerst tun wir das Metallbrett rausholen. Damit dann die Fische irgendwie in den See spawnen. Und du wirfst es mal random irgendwo hin. Ja. Sehr schön. Die hätte ich da aber beinahe am Baum niedergemetzelt. Das war ja auch interessant, wenn du das drin war. Das war nicht so schön. Du bist böse. Wow. Sehr schön. Das hast du gerade sehr schön gemacht. Magnetkraft lässt doch irgendwann, glaube ich, nach, ne? Nur so als Info. So, und jetzt suchen wir Fische. Applaus. Da war was drin. Ja? Guck mal. Lol. Da sind Sachen drin. Rost, Apfel und Holzpfeile. Das gefällt dir? Holzpfeile. Holzpfeile ist immer. So, es wird langsam Nacht. Oh, jetzt kommen schon. Jetzt kommen die Fische eh nicht mehr. Oh, was haben die gelernt? Nee, es ist ja nicht mehr Nacht. Ja, es ist ja nur so aus gerade. Es ist Tag. Korrektur. Jetzt sollten die Fische eventuell wiederkommen. Aber wer weiß. Aber die Fische angeln wir erst im nächsten Part, liebe Leute. Danke fürs Zuschauen von dem Part. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und mit dieser tollen Aktion hier gerade. Ciao!